Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Morrowind. Ja, wir waren in der letzten Folge mit Vivek im Gespräch und wir müssen für, also wir hatten das hier gemacht, mit Sargioni gesprochen, der mich zu Vivek geführt hatte. Und wir haben ja jetzt die Aufgabe, hier, warte mal, wo war denn das? Also wir müssten jetzt irgendwie zwei Sachen da irgendwie raussuchen. Tempelpilgerreisen der sieben Gnaden. Ich habe der Pfad des Pilgers gelesen und den Standort jedes Schreins auf mein... Achso. Ah ne, warte, wir müssen erstmal was lesen, was wir von Vivek bekommen haben. Dagoth Urs Pläne. Die folgenden Dokumente wurden von Tempelgelehrten und Vertretern der Inquisition für Fürst Vivek verfasst. Verhöre gefangen genommener Schläfer und anderer Anhänger des Kults des sechsten Hauses. Das Studium der von Kultisten und Opfern trauminduzierter Manien verfassten Manuskripte, die Interviews mit Fürst Vivek im Zusammenhang mit den historischen Feldzügen gegen den Roten Berg sowie die aus diesen Materialien gewonnenen Mutmaßungen und Schlussfolgerungen sind die Basis unserer bestmöglichen Einschätzung von Dagoth Urs Motivation und Zielen während dieser jüngsten Phase seines Krieges gegen Morrowind. Hauptziele: Errichtung einer Theokratie in Morrowind auf der Basis des Kults des neugeborenen Gottes Akulakan. Zweites Numidium. Der gemäß den von den Dwemer Kagranak entwickelten Prinzipien und Riten von Dagoth Ur aus dem Herzen von Lorcan und einem Körper geschaffen werden sollte. Einsetzung der ehrwürdigen Erben des Hauses Dagoth als Gottpriester von Akulakan und des sechsten Hauses von Dagoth Ur als dominante politische Macht in Morrowind. Einigung der Dunmer unter der Führung von Dagoth Ur durch charismatische Bekehrung mit dem Ziel, die fremden Bestien zu bekämpfen, die Morrowind unterjochen. Anmerkung: Dagoth Ur hat anscheinend die Ansichten und Motive des hohen dwemerischen Gildenfürsten Kagranak übernommen. Er wiederholt praktisch die alte blasphemische Torheit der Dwemer. Zweitens, Entlarvung der abergläubischen Tribunalverehrung und Zerstörung der kirchlichen Autorität und politischen Macht des Tempels. Inwieweit sich die abtrünnigen Priester oder der Nerevarinische Kult in dieser Beziehung vom Sechsten Haus lenken bzw. beeinflussen lassen, kann lediglich vermutet werden. Drittens, Ausrottung aller verbleibenden Individuen minderwertiger Rassen und Mischlinge in Morrowind. Viertens, Vertreibung des Imperiums aus Morrowind. Fünftens, Rückeroberung der alten Gebiete, die Himmelsrand und Argonien einst geraubt haben. Sechstens, Verbreitung des Akulakan-Kults in allen Nationen von Tamriel durch Umsturz und Eroberung. Pläne zur Einsetzung und Expansion des Sechsten Hauses. Phase 1, Befestigung des Roten Berges gegen Eindringlinge des Tribunals. Zutrittsverbot für das Tribunal zum Herzen und um den Tempel zu schwächen und den Roten Berg für die Erschaffung von Akulakan zu sichern. Geheimer Aufbau des zweiten Numidium. Phase 2. Schaffung von passiven Dienern in immer weiteren Kreisen um den Roten Berg herum. Durch Verbreitung von in Traumbildern verborgenen Zwängen unter empfänglichen Individuen. Einrichtung einer großen Operationsbasis in Kogorun für künftige Einsätze in den Ascheeinöden. Errichtung von kleineren Basen in der Nähe von kleinen Hafenorten und in ärmeren Hafenbezirken von Vivek. Infiltrierung und Zersetzung von Schmugglerringen, Rekrutierung von willfährigen Gefolgsleuten unter unzufriedenen Bevölkerungsteilen, darunter der Unterwelt, den armen und fanatischen antiimperialistischen Aktivisten. Phase 3. Ausdehnung von den kleineren Basen aus auf andere Städte und Dörfer und Rekrutierung und Indoktrination von Individuen, die durch die ausgedehnten Traumbilder empfänglich gemacht worden sind. Besetzung von verlassenen Türmen und Ruinen sowie Ausbildung von gottlosen Kultisten als Angriffs- und irreguläre Truppen. Identifizierung, Diskreditierung und Dezimierung potenzieller Quellen politischen Widerstands. Phase 4. Anwendung von Meuchelmorden und Terror, um die Legion und die Bürokratie des Imperiums zusammen mit ihrem Slalo-Sympathisanten zu schwächen, abzulenken und aus der Bahn zu werfen. Anstachelung von Volksaufständen unter den ärmeren Einwohnern gegen die reichen und mächtigen Fremden. Einberufung von Schläfern und Träumern nach Dagoth Ur zur Arbeit am zweiten Numidium. Vermutungen über Dagoth Urs Perspektiven. Dagoth Ur denkt in sehr langen Zeiträumen.
größtenteils gar in zeitlosen Begriffen göttlichen Bewusstseins. Er hält nur Hindernisse von mythischen Ausmaßen einer Erwägung für wert. Er ist überzeugt, dass er vom Schicksal dazu ausersehen ist, Morrowind zu beherrschen, Morrowind vom Joch des Imperiums zu befreien und zum neuen, streng gütigen Vater von Morrowind zu werden. Aufgrund dieser Perspektive sind die einzigen oppositionellen Kräfte, die Dark of Ur beunruhigen, das Tribunal, die Daedra, der Kaiser und der Fleischgewordene. Ach, die Daedra, die sind auch gegen ihn? Immerhin. Dadurch, dass das Tribunal Seelendonner und Seelenklinge verlor und die Ressourcen von Vivek, Almalexia und Sotasil immer mehr schwinden, glaubt Dark of Ur, einen dauerhaften strategischen Vorteil errungen zu haben. In einer sterblichen Zeitrechnung mag die Schlacht Jahrhunderte andauern, aber das Ergebnis kann nicht im Zweifel gezogen werden. Und Apulakan ist möglicherweise ein Gerät, um die Zeitrechnung für einen entscheidenden Sieg drastisch zu reduzieren. Warte, so. Der Mythos von der dynamischen Unbesiegbarkeit des Kaisers und des Imperiums ist seit langem schon eine nicht quantifizierbare, furchterregende Bedrohung. Jedoch haben die jüngsten Gerüchte von Unruhen in Cyrodiil, von der nachlassenden Gesundheit des Kaisers sowie die offene Frage der Nachfolge dieser Bedrohung reduziert. Trotzdem könnte die Enthüllung der Nerevarine sei eine Marionette des Spionagenetzes des Imperiums, handverlesen und vom Kaiser höchst selbst nach Morrowind entsandt, Dark of Ur ziemliche Ängste einflößen. Die Daedra stellen für Dark of Ur kein kohärentes Hindernis dar. Dennoch sind ihre persönlichen Fähigkeiten und ihr Einfluss auf ihre fanatischen Anhänger beträchtlich und ihre Motive und ihr Verhalten unklar. Und Dark of Ur ist ihretwegen nach wie vor beunruhigt. Der Fleischgewordene verkörpert den heiligen Nerevar, eine mythische Macht, von der Dark of Ur schon einmal bezogen worden ist, und diese Bedrohung quält Dark of Ur. Zugleich war Dark of Ur mit Nerevar persönlich bekannt und wusste, dass er ein sterblicher Mensch mit Fehlern und Schwächen war. Möglicherweise hegt Dark of Ur die Hoffnung, Nerevars Reinkarnation zur Verführung oder mit ihr zu verhandeln. Zudem waren Nerevar und das Tribunal starke Verbündete, als sie Dark of Ur besiegten, und jetzt sind der Nerevarine und das Tribunal schwach, verfeindet und zerstritten. Daher darf Dark of Ur diesmal mit gutem Grund annehmen, dass er, auch wenn der Nerevarine und das Tribunal die größte Bedrohung für seine Pläne darstellen, obsiegen wird. Die aktuelle Zeitrechnung für Dark of Urs Umtriebe, nachstehende Zeitrechnung, basiert größtenteils auf Schlussfolgerungen aus unvollständigen Informationen. Vor 2. Ära 882, Dark of Ur und seine Sippe liegen träumend in den Tiefen unterhalb des Roten Berges. 2. Ära 282, Dark of Ur und seine Aschenvampire erwachen erfrischt und steigen aus den Tiefen des Roten Berges in die Kammer der Herzen empor. In einem von ihm selbst geschaffenen Ritual weiht Dark of Ur sich und seine Brüder zu Herzkrieger. Die ersten Aufbauphasen des zweiten Numidiums, erdacht während des langen Schlafes, werden von den Herzkriegern und atronachischen Konstrukten in einer Kammer nahe dem Herzen von Lorkhan begonnen. Die Geheimhaltung des zweiten Numidium-Projekts vor dem Tribunal erhält höchste Priorität. 2. Ära 882. Das Tribunal trifft am Roten Berg ein, um das alljährliche rituelle Bad in der Macht des Herzens zu nehmen. Dark of Ur und die Aschenvampire greifen das Tribunal aus dem Hinterhalt an. Die Tribunen werden vertrieben und können sich daher nicht mit Khagranaks Artefakten im Herzen von Lorkhan wiederherstellen. 2. Ära 882 bis 3. Ära 417. Mit Unterbrechung führt das Tribunal mehrere Feldzüge gegen den Roten Berg. Das Tribunal und seine Handlanger versuchen gewaltsam, sich Zugang zur Kammer der Herzen zu verschaffen, werden jedoch immer wieder zurückgeworfen. Mit Traumaussendungen rekrutiert Dark of Ur Schläfer und Träumer. Kultisten werden durch Träume zwangsrekrutiert. Schwächere Kultisten werden zu Korpusbestien, werden die stärkeren von ihnen sich nach und nach die Kräfte der erleuchteten Schläfer erdienen. 3. Ära 400. Kogurun. Ah, okay, das ist ein bisschen weitreichender. Hier, 400. Kogurun wird von Dark of Utol erneut besetzt und als vorgeschobene Basis für die Operation des Sechsten Hauses befestigt. Feststürme brechen häufiger herein und verbreiten sich weiter. In den Gebieten um den Roten Berg verbreiten sich Seelenkrankheiten. 3. Ära 410. In der Nähe von Gnar Mok und in den Hafenbereichen von Vivek werden Basen für das Sechste Haus gegründet. Agenten des Sechsten Hauses nutzen Schmugglerringe und deren Kommunikationsmittel, um ihren Einfluss unter Opfern auszuweiten, denen Dark of Urs Traumaussendungen nichts anhaben konnten.
Dritte Ära 415. In allen Städten von Wadenfeld entstehen Zellen mit Kultisten des Sechsten Hauses. Größere Operationen des Sechsten Hauses werden in entlegenen Verliesen versteckt, wo Kreaturen gezüchtet und Kultisten für den kommenden Kampf geschult werden. So, dritte Ära 417. Almalexia und Sutta Sil verlieren die Artefakte Seelenklinge und Seelendonner in Dagoth, Odros und Veminal. Vivek rettet Almalexia und Sutta Sil, da es dem Tribunal jedoch nicht gelingt, und Seelendonner wieder zu erbeuten, zieht es sich ungeordnet vom Roten Berg zurück. Überlebende Kameraden der Kriegswappenträger wissen, dass das Tribunal zum Rückzug gezwungen wurde. Sie wissen jedoch nicht, wie schwer die Niederlage ist, die das Tribunal erlitten hat. Die drei Tribunen kehren in ihre jeweilige Hauptstadt zurück und üben weiterhin ihre rituellen Funktionen aus. Sie werden jedoch immer schwächer, da sie keinen Zugang mehr zum Herzen haben und wegen der zur Erhaltung des Geisterwalds erforderlichen Ressourcen. Der innere Kreis der Priesterschaft des Tempels Arkham gewöhnt allmählich, dass die Tribunen infolge der Niederlagen am Roten Berg durch ihre Wunden und Demoralisierung ernstlich beeinträchtigt sind. Erkennt aber das Ausmaß des Problems nicht. Dritte Ära 426 bis 427. Attentatserie des Sechsten Hauses. Opfer sind prominente Bürger des Imperiums und Hlalu-Sympathisanten. Plötzlicher Anstieg in Zahl und Schwere der Attacken seitens der Kultisten und der durch Seelenkrankheit verwirrten Opfer. Sorgenvolle Notiz. Dagoth-Ur kann offensichtlich direkt über seine Kultisten Sachverhalte wahrnehmen und kommunizieren. Berichten zufolge sprechen Schläfer und Träumer oft mit Dagoth-Urs Stimme und in seinem Sinn. Zweitens, über Merkmale, Ausmaß und Fortschritt der Erschaffung Akula Khans, zweites nur Medium, ist nur wenig bekannt. Seit dem Jahr 2. Ära 282 ist niemand mehr in die Kammer der Herzen gelangt. Im Jahre 3. Ära 417 wurden Seelenklinge und Seelendonner erbeutet, was die Erschaffung Akula Khans erheblich begünstigt haben kann. So, und Plan zum Sieg über Dagoth-Ur. Der Plan zum Sieg über Dagoth-Ur. Ach du Scheiße, soll ich das alles vorlesen? Oh, verdammt. Das muss ich alles lesen jetzt. In den letzten 20 Jahren hat das Tribunal erfolglos versucht, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Ich trinke mal lieber erstmal was. So, dies gelang uns nicht, da wir gezwungen waren, einen Angriff durchzuführen und gleichzeitig den Geisterwald zu halten. Um einen großen angelegten Ausbruch von Dagoth-Urs vermaledeiten Helfern zu verhindern. Jetzt, da der Nerevarine die Eroberung anführt und das Tribunal seine ganzen Energien auf den Schutz des Geisterwalds richten kann, rückt die erfolgreiche Umsetzung dieses Plans in greifbarere Nähe. Unglücklicherweise sorgt jedoch der Verlust der beiden Waffen Seelendonner und Seelenklinge sowie auch die wachsende Stärke Dagoth-Urs für eine neuerliche Bedrohung des Plans. Unser Plan wird deshalb in die folgenden 5 Phasen aufgeteilt. Eine Serie aggressiver Überraschungsangriffe innerhalb des Geisterwalds. Eine Serie schnell geführter Angriffe, um Dagoth-Urs Aschenvampire auszuschalten und die Waffen seiner Leute zu entwenden. Ein Angriff auf das Tor der Zitadelle Veminal, um Dagoth-Vemin zu neutralisieren und den Seelendonner zurückzuerobern. Ah, Veminal ist die Zitadelle Veminal, da ist Seelendonner, okay. Ein Angriff auf das Tor der Zitadelle Odrosal, um Dagoth Odros zu neutralisieren und die Seelenklinge zurückzuholen. Okay, Veminal und Odrosal müssen wir zurückholen. Also dahin, um die Seelendonner und Seelenklinge. Ein Angriff auf die Zitadelle Dagoth unter Einsatz von Seelenschutz, Seelendonner und Seelenschwert, um Dagoths Urs Verbindung zum Herz von Lockern zu trennen und so Dagoth Ur endgültig zu vernichten. Phase 1. Angriff innerhalb des Geisterwalds. Das Tribunal, die Ordinatoren und die Kriegswappenträger kennen die Umgebung und werden Karten und aktuelle Lagerberichte liefern. Der Bereich innerhalb des Geisterwalds ist gefährlich, weshalb ihr euch mit seinen besonderen Gegebenheiten vertraut machen müsst. Nachdem ihr euren ersten Angriff gegen Dagoth-Ur geführt habt, werdet ihr besser wissen, wie ihr den Feldzug weiter anzugeben habt. Ihr werdet abwechselnd angreifen und eure Fähigkeiten verbessern, die Ausrüstung erneuern und neue Vorräte heranschaffen müssen. Phase 2. Überfälle auf die Zitadellen der Aschenvampire. Dagoth-Urs Leute sind in den letzten Jahrzehnten wesentlich stärker geworden, nachdem sie sich jahrhundertelang sehr bedeckt gehalten hatten. Wenn man sie einzeln angreift und vernichtet, dann können sie Dagoth-Ur in einem späteren Stadium des Krieges nicht mehr unterstützen. Das ungewöhnliche Anwachsen ihrer Stärke mag auch etwas mit den von Dagoth-Ur verzauberten Gegenständen zu tun haben.
Wenn es euch gelingt, diese Gegenstände zurückzuerobern, kommt dies unseren Kriegsmitteln zugute. Überfall auf das Tor der Zitadelle Veminal. Es ist überaus wichtig, den Schlachthammer Seelendonner für die Phase 5 zurückzuerobern. Der Aschenvampir Dagoth Vemin ist im Besitz des Seelendonners und wird vermutlich versuchen, die Geheimnisse seines Zaubers herauszufinden. Er hat wahrscheinlich auch Zugriff auf die Notizbücher und Tagebücher von Kagrenak, die in den dwemerischen Arbeitshäusern von Veminal überlebt haben. Phase 4, Überfall auf das Tor der Zitadelle Odrosal. Es ist überaus wichtig, das Schwert Seelenklinge für die Phase 5 zurückzuerobern. Der Aschenvampir Dagoth Odros ist im Besitz der Seelenklinge und wird vermutlich versuchen, die Geheimnisse seines Zaubers herauszufinden. Er hat wahrscheinlich auch Zugriff auf die Notizbücher und Tagebücher von Kagrenak, die in den dwemerischen Arbeitshäusern von Odrosal überlebt haben. Phase 5, Überfall auf die Zitadelle Dagoth. Alle vorherigen Schritte sind lediglich Vorbereitungen für diese Phase. Vor einiger Zeit durchgeführte Expeditionen haben bewiesen, dass die Zitadelle Dagoth entscheidend erweitert worden ist. Wir müssen den Ort also genau untersuchen. Der bekannte Weg zur Kammer der Herzen wird mit Sicherheit gut bewacht sein. Es gibt aber vielleicht auch noch andere Routen. Dagoth Ur wird unter Umständen vermuten, dass wir ihn direkt im Herzen angreifen und sich mit Sicherheit selbst um die Verteidigung der Kammer der Herzen bemühen. Die drei Mitglieder des Tribunals konnten ihn nicht einmal mit vereinten Kräften besiegen und seitdem ist er noch stärker geworden. Zugegeben, das Tribunal musste sich gleichzeitig um die Verteidigung des Geisterwalds kümmern, während Dagoth Ur angegriffen wurde, aber es wird trotzdem nicht einfach werden. Wir behaupten, dass der Plan, Dagoth Ur in mehreren Phasen zu besiegen, die beste Aussicht auf Erfolg verspricht. Rückblickend scheint es, als ob die Entscheidung des Tribunals, die Zitadelle Dagoth direkt anzugreifen, anstatt sich langsam Schritt für Schritt vorzukämpfen, ein entscheidender Fehler war. Das Tribunal glaubte damals, sich keine allmähliche und vorsichtige Kampagne leisten zu können, da es gleichzeitig an mehreren Fronten zu kämpfen hatte. Und zwar nicht zuletzt um die Erhaltung des Geisterwalds und die Bewachung des Roten Berges. Der Nerevarine sollte sich jedoch schrittweise an Dagoth Ur herantasten. Dadurch wird das eigene Zutrauen gestärkt und gleichzeitig Dagoth Urs Vertrauen in seine eigene Verteidigung unterminiert. Der Einsatz von Kagrenaks Werkzeugen gegen Dagoth Ur. Die Quelle von Dagoth Urs übermenschlicher Kraft ist das Herz von Lorcan. Das Herz ist gleichzeitig auch der Ursprung der göttlichen Macht des Tribunals. Während der mythischen Zeiten nahmen die Götter Lorcans Herz und versteckten es im Roten Berg als Bestrafung dafür, dass er die Ebene der Sterblichen geschaffen hatte. Die Dwemer entdeckten das Herz, als sie ihre unterirdische Kolonien aufbauten. Der hohe Gildefürster Kagrenak hat den verzauberten Werkzeuge geschaffen, welche die Kraft des Herzens in sich bergen. Die Schlacht des ersten Rates wurde gefochten, um dieses Sakrileg zu sühnen. Als Kagrenak die Werkzeuge einsetzte und die Rasse der Dwemer verschwand, war auch die Schlacht beendet. Fürst Nerevar und Dagoth Ur nahmen die Werkzeuge an sich. Dagoth Ur wurde mit ihrer Verwahrung beauftragt, während Nerevar kam, um sich mit uns zu beraten. In Nerevars Abwesenheit experimentierte Dagoth Ur mit den Werkzeugen direkt am Herzen und wurde korrumpiert. Wir kamen zurück und fanden einen verwirrten Dagoth Ur vor, der sich weigerte, uns die Werkzeuge auszuliefern. Als er uns angriff, konnten wir ihn vertreiben. Wir verließen den Roten Berg mit den Werkzeugen und Sotasil entschlüsselte nach und nach ihre Geheimnisse. Gemeinsam haben wir die Werkzeuge verwendet, um eine Verbindung zum Herzen herzustellen und so unser sterbliches Wesen abzulegen. Auf diese Art und Weise sind wir zum Tribunal geworden. Dagoth Ur überlebte unsere Angriffe und war auch ohne die Hilfe der Werkzeuge dazu in der Lage, mit dem Herzen Verbindung aufzunehmen und sich selbst in einen Unsterblichen zu verwandeln. Wie ihm dies gelungen ist, ist bis heute nicht geklärt. Unser Plan, Dagoth Ur zu vernichten, birgt auch das Risiko, gleichzeitig das Tribunal zu schädigen. Der Plan besteht darin, Kagrenaks Zauber, um das Herz aufzulösen, die Verbindung zwischen Dagoth Ur und uns zu unterbrechen und uns alle wieder zu Sterblichen zu machen. Ein sterblicher Kagrenak kann mit irdischen Mitteln vernichtet werden. Der Verlust des Götterstatus und der eventuelle Tod des Tribunals ist ein Risiko und ein Opfer, das wir eingehen müssen. Der normale Vorgang, um eine Verbindung mit dem Herzen herzustellen, läuft in drei Schritten ab. Der Träger des Seelenschutzes schlägt das Herz mit dem Hammer Seelendonner, wodurch das Herz einen reinen Ton hervorbringt. Danach schlägt der Träger des Seelenschutzes das Herz mit dem Schwert Seelenklinge und bricht so den reinen Ton in eine Fülle von Klangfolgen auf.
Diese Tonreihen werden dann auf die Substanzen des Trägers von Seelenschutz aufgetragen und verleihen ihm so Unsterblichkeit und ein göttliches Wesen. Die geheimen Rituale, um den dritten Schritt auszuführen, werden euch nicht genannt. Stattdessen werdet ihr das Herz ein zweites Mal mit der Seelenklinge schlagen und die Töne in unstabile Klangfolgen auflösen. Weitere Schläge mit Seelenklinge werden diese Klangfolgen weiter zerstören und letztendlich Kagnaks ursprünglichen Zauber um das Herz auflösen und unwirksam machen und so die Verbindung des Herzens mit Dark of Ur und allen überlebenden Herzkriegern sowie dem Tribunal unterbrechen. Durch die Zerstörung von Kagranaks Artefakten auf dem Herzen wird außerdem das unreine Ausströmen der göttlichen Macht des Herzens beendet, sowie auch die Pest über Morrowind. Es ist möglich, dass ihr in Versuchung geraten werdet, euch die Kraft des Herzens selbst zu eigen zu machen. Dark of Ur und Sotasil sind die einzigen, die das Geheimnis kennen. Dark of Ur wird euch unter Umständen in letzter Konsequenz beibringen wollen, wie ihr Kagranaks Artefakte nutzen könnt, um euch in Götter zu verwandeln. Wir glauben jedoch, dass ihr nicht so dumm sein werdet, Dark of Ur zu vertrauen und gehen dieses Risiko gerne ein. Seid jedoch gewarnt, es ist nicht ratsam, Seelendonner und Seelenklinge einzusetzen, wenn ihr den Seelenschutz nicht tragt. Ihr werdet bei der Verwendung dieser Mittel dauernd verwundet werden, es sei denn, ihr werdet von Seelenschutz geschützt. Wenn ihr dies wiederholt versucht, werdet ihr sterben. Falls ihr jedoch einen Gegenstand anlegen könnt, ohne den Seelenschutz zu tragen, und dabei nicht verwundet werde, so habt ihr eine Fälschung entdeckt. Okay. Eine letzte Anmerkung noch. Dark of Ur darf auf keinen Fall den Seelenschutz erhalten. Bitte seid darauf vorbereitet, einen Zauber der Rückkehr oder der Almsivi-Intervention zu verwenden, falls euch Tod oder Gefangennahme drohen. Das Überraschungselement. Dark of Ur erwartet nicht, dass ihr Kagranaks Zauber um das Herz brechen könnt. Er weiß nicht, dass dies möglich ist. Er würde es selbst nicht tun und ihm ist bewusst, dass wir das auch nie versucht haben. Er wird auch nicht annehmen, dass jemand diese einzigartige Macht opfern würde. Weiterhin müsst ihr darauf achten, dass es nicht einfach ist, sich im Haus Dargoth zu bewegen. Wie in allen großen Häusern werdet ihr dort vor besondere Herausforderungen gestellt und müsst euch mit der dort herrschenden Hierarchie auseinandersetzen. Eure Kampfansagen und Vernichtungen der Aschenvampire und euer Kampf mit dem Sechsten Haus sind im gleichen Licht zu sehen. Dark of Ur und die Seinen werden wahrscheinlich annehmen, dass es euer Ziel ist, das Herz für euch zu erobern. Einmal angenommen, dies stimmte, dann wäre es sicher sinnvoll, jeden einzelnen von Dark of Urs Untergebenen zu vernichten und euch bis zu Dark of Ur selbst vorzukämpfen. Falls ihr Dark of Ur vernichten und das Herz für euch erobern könntet, nun umso besser. Solltet ihr jedoch nicht bis an die Spitze gelangen, so müsstet ihr versuchen, euch so hoch wie möglich in der Hierarchie zu etablieren, bevor ihr mit den Herren des Hauses verhandelt. Dark of Ur wird dann versuchen, euch für Haus Dark of zu gewinnen. Möglich, dass ihr so tun könnt, als wärt ihr einverstanden, um ihn dann aber zu betrügen. Jeder Versuch, ihn zu täuschen, ist jedoch mit einem großen Risiko behaftet. In Haus Dark of gibt es eine lange Tradition von Täuschungen und Verrat, und da er selbst ein Betrüger ist, wird er erwarten, dass man ihn hintergeht. Schlussbemerkung: Wir können euch nicht dazu zwingen, die Pläne, die wir hier aufgezeigt haben, auch so auszuführen. Wir sind davon überzeugt, dass sie die beste Möglichkeit beschreiben, Dark of Ur zu vernichten. Aber wir haben uns auch entschieden, auf euer Urteilsvermögen und eure Fähigkeiten zu vertrauen. Ehrlich gesagt bleibt uns auch gar nichts anderes übrig. Falls ihr Fragen oder Zweifel habt, dann wendet euch an Vivek. Er hat sich bereit erklärt, euch zu führen und bei dieser Aufgabe zu beraten. Es ist möglich, dass wir... solltet ihr Erfolg haben mit eurer Mission, euch bei eurer Rückkehr nicht mehr danken können. Eure Eindrücke und Erlebnisse solltet ihr in diesem Fall dann dem Land und den Bewohnern von Morrowind mitteilen. Mögen euch das Glück und unsere Gebete auf eurem Weg begleiten. Im Namen von Gräfin Al-Malexia und Fürst Sotasil, Vivek. Yo. Ich habe jetzt fast eine halbe Stunde das nur durchgelesen, ey. Ich muss jetzt die Folge hier länger machen. Bleibt mir jetzt keine andere Wahl, weil das war jetzt nur Lesen. Aber ey, ist auch gut so eigentlich an sich. Dann habt ihr mal eine extra Folge, ein bisschen längere. Ich habe ein bisschen was vorgelesen. Dann ist diese Folge mal ein Podcast gewesen. Und habe ich hier jetzt, ja, okay, das ist... Also, Ziel ist es jetzt nach zur Geisterpforte zu gehen. Wo wären die jetzt genau? Wir sind ja hier und wir müssen
Ghost Gate. Bis dahin. Odrusal, Dag of Ur, Veminal. Ah, die haben wir schon da. Es geht für uns dann zum Roten Berg, aber ich würde lieber vorher stumpfe Waffen vielleicht zu Ende hier skillen. Dann würde ich jetzt erstmal ein Weilchen die ganzen anderen Zitadellen hier mal, die Häuser des sechsten Hauses ausmerzen. Uns dahin mal auf den Weg machen. Zumindest ein paar davon und gucken, was wir da so kriegen. Da bin ich auch nämlich sehr gespannt, sehr neugierig, was da gibt's. Was da auf uns zukommt. Und auch irgendwie schauen, dass wir, sagen wir mal, ein paar andere dädrische Ausrüstungsteile mal kriegen. Also hier den Torso hätte ich gerne, also den Brustschutz, den dädrischen. Und die Schulterplatten auf jeden Fall, die fehlen mir noch. Und dann noch die drei Helme. Es gibt ja drei Helme, verschiedene. Kann ich euch helfen? Nein, ihr nicht. Und diese drei Helme hätte ich auch gerne, dass ich mir dann eins davon aussuche. Gibt ja drei verschiedene. So, wenn wir jetzt aber schauen, wir hatten hier also ich bin mir jetzt nicht sicher, welches davon war hier schon da haben wir Bal-Ul, Telale, Sekro, Molagma, Zaintiraris. Müssen wir jetzt erstmal kurz schauen. Hier, wir haben eigentlich auch schon gut erkundet, sagen wir mal so, die Map. Zumindest hier. Eines der sechsten Häuser hier. Zitadellen. Hab ich hier eigentlich noch irgendwas? Hier Seelenschutz haben wir auf jeden Fall. Dädrisches Langschwert. Wird vielleicht wirklich mal stumpfe Waffe hier, das Speer, den Stab meine ich, zu Ende skillen. Und dann vielleicht auch mal anfangen auf Bogenschütze oder so zu gehen. Will ich ja auch endlich mal hochgeskillt haben. Also zu Ende geskillt. Wir müssen noch so viel skillen. Wir sind jetzt schon quasi Vorbereitung auf den Angriff. Wir gehen aber jetzt auch mal nach Sedanin. Sedanin waren wir lange nicht mehr. So, da haben wir Sedanin. Habe ich auch schon sehr vermisst, muss ich sagen. Dim, dim, dim. So. Sprecht nur zu. Na, alles gut. Ah, Sedanin. Ich bin mir aber bis heute immer noch nicht sicher, wie man es richtig ausspricht. Sedanin? Sedanin? Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, hier haben wir wieder einen Träumer. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es in Elder Scrolls Online ausgesprochen wurde. Hätte ich auch mal wieder Bock zu zocken. Ich glaube, wenn irgendwann werde ich hier Elder Scrolls Online auch Let's Playen. Und ja, dann auch mal schauen, vor
Vor allem, ich will dann da definitiv. So, hier fehlt noch viel von der Map. Gehen wir hier einfach mal hin. So, ich werde aber, wenn ich das Let's Play, ich werde auf jeden Fall eine öffentliche Gilde erstellen, dass ihr alle auch die Bock haben, beitreten könnt. Aber ich werde hauptsächlich da dann, wie soll ich sagen, die Story eher verfolgen und ich muss aber auch sagen, was Elder Scrolls Online angeht. Ich habe bis zum Somerset DLC, glaube ich, war das. Alle DLCs auf jeden Fall schon durchgespielt. Also es wäre kein Blind. Wäre definitiv nicht. Und also ich habe die Diebesgilde gemacht, da das mit der dunklen Bruderschaft, die Questreihe von Elder Scrolls Online. Asinium habe ich gemacht gehabt. Aber ich würde dann tatsächlich dann ausnahmsweise mal einen Kaiserlichen spielen. Ich weiß auf jeden Fall, der Name Max Deus ist dort vergeben. Irgendjemand war schon so nett und hat mir den Namen schon geklaut gehabt, noch bevor ich mit YouTube und so weiter angefangen hatte. Deswegen werde ich wahrscheinlich irgendeinen anderen machen. Agonische Maid ist auch vergeben, das weiß ich. Habe ich auch schon gesehen. Aber ich würde dann irgendwie schauen, dass ich vielleicht einen Kaiserlichen mache. Also ausnahmsweise mal keinen Nord. So, wir suchen jetzt aber. Hier die, ui, da kommen gleich zwei. Aber den hauen wir aufs Maul. Ja, komm. Wahrscheinlich hat ein Fisch uns angreifen wollen. Ich will jetzt aber auch wirklich mal die komplette Map hier erkunden. Hätte ich schon Bock. Also die letzten grauen Felder hier mal voll zu machen. Das sind ja auf jeden Fall sehr viele hier. Und gucken, was wir vielleicht so noch entdecken. So, komm, du kriegst aufs Maul. Es wundert mich jetzt aber auch, dass wir schon sehr lange nicht mehr von der dunklen Bruderschaft angegriffen wurden. Komm. Autsch. Heran anruft. Komm, wir gehen da jetzt mal rein. Wir waren schon lange nicht mehr in Ahnengruften drin. Achso, Dietrich des Gesellen, komm, benutzen wir jetzt mal. Schloss hat sich geöffnet. Perfekt. Okay, das wird, ich hätte gern seine komplette Rüstung. Oh,
Komm, wann ist dein Zauber vorbei? Okay, das wird ein bisschen schwieriger mit ihm. Der haut uns ordentlich aufs Maul. Okay, mit ihm ist vorbei. Was hat er hier? Zwergenkriegshammer. Exklusiver Stärketrank. Was haben wir hier? Knochenmehl. 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 Kann ich hier rasten? Bis geheilt? 26 Stunden. So, Knochenmehl, was liegt da? Grabestau. Heiliger Velot. Nochmal Knochenmehl. Oh. Wie nennt man diese Viecher nochmal? Ich glaube, das ist ein Hunger, oder? Nun Dedra-Herz. Gab's sowas ähnliches wie den eigentlich noch in Skyrim? Also, an viele Kreaturen kann ich mich jetzt in Skyrim nicht erinnern, außer Atronachen halt. Goldkanett. Eissalze. Was sind das? Rolle der Unsichtbarkeit. Ah, glaube ich, brauchen wir nicht. Was haben wir da? Ektoplasma. Okay, so ein Vieh müssen wir auch noch. Ich glaube, die meisten dädrischen Kreaturen kamen in Elder Scrolls 4 vor. Also verschiedene Arten. Also von der Hauptspielreihe meine ich jetzt. Ah, nice. Wir können wieder rasten. So, kleine Kiste mit Falle. Okay, haben wir eine Sonde? Extravaganter Ring. Brauchen wir nicht. Smaragd können wir verkaufen. Pökelsalz. Warum ist da Pökelsalz? Oh! Nice. So. Intelligenz und Geschicklichkeit kriegen wir. Was? Okay, nice. Ich raste einmal. So, Intelligenz und Geschicklichkeit machen wir nochmal zwei rein. Und vielleicht in noch ein bisschen was in Glück. Aber können wir hier auch gehen? Wir müssten wirklich mal die ganzen Dinger hier alle mal durchgehen. So, haben wir hier. Okay. In die Richtung müssen wir jetzt nicht mehr. Obwohl, hier ist ja ein Schiff. Eins, das wir noch gar nicht kennen. Was sind das für ein Schiff? Ilfhild. Und das ist.
womit kann ich euch dienen? Das Banditen, okay. Ich glaube, wir sind uns noch nicht vorgestellt worden, Fremdländer. Ich bin Ilfhild, wie kann ich euch helfen? Mir geht es gut, danke. Was kann ich für euch tun? Aschestatue. Deine Kräfte schwinden. Ihr hättet sie nicht sehen sollen, Nord. Ich kann hier nicht, ich kann euch hier nicht rauslassen, wenn ihr sie gesehen habt. Okay, gefällt mir gerade ein bisschen gar nicht. So, der ist tot. Oh. Und das nennt ihr einen Kampf. Oh. Oh. Okay. Was hat die denn hier eigentlich? Kaiserliche Kettenschulterschutz. Kettenschulterplatte. Achso, Schulterplatten links und rechts. Kann ich beides erstmal anziehen, damit wir wieder Schulterschutz haben? Kaiserliche Stahlstiefel, kaiserliche Kettenharnisch, gewöhnliche Hose, gewöhnliches Hemd, gewöhnliche Schuhe. Wo ist er hin? Er hat Stahlkriegsaxt, Drachenschuppenturmschild, nordischer Kettenharnisch, gewöhnliche Hose. Kelch, gewöhnliche Kleidung. Teures Amulett. Gewöhnliche Hose, gewöhnliche Hose. Kiste. Hier haben wir rohes Ebenerz. Und hier auch nochmal rohes Ebenerz. Was ist mit ihm? Ich bin auf alles vorbereitet. Es ist schon sehr lange her, dass mir ein Nord in solch einem grandiosen Aufzug begegnet ist. Kann ich euch helfen? Okay, von ihm gibt's nichts. Hier ist dieses Volk. Upsi. Habe ich es aus Versehen mitgenommen? Ich kann auch mich gerade nicht bewegen. Ich habe es aus Versehen mitgenommen. Hier, Das war jetzt ein Versehen. Geht noch weiter runter. Okay, Ihr seid vielleicht ein Anblick. Was kann ich für euch tun? Dankeschön, das ist auf jeden Fall ein netter nettes Kompliment. Aschestatue. Liebes Volk. So, der hat jetzt auch nichts, was ich haben will. Aber okay, die... Ach, das, die von Dargov hier. Das sind Anhänger des Sechsten Hauses. So wie ich das mitbekommen habe jetzt. Also wie ich das jetzt verstehe. War hier nicht auch noch eins? Die nehmen wir mit, die Drachen. Dann gehen wir da noch mal rein. Ich glaube, wir sind uns noch nicht vorgestellt worden. Ja, nichts Neues. Ihr seid vielleicht ein Anblick. Was kann ich für euch tun? Ich finde es nett. Papier, Papier. Die sind eh alles Anhänger des Sechsten Hauses, also weg mit denen. So, Eisenstreitaxt, nordischer Kettenharnisch. So, Dietrich. Und die 50 Drachen nehmen wir mit.
Okay, nice. Okay, da steht nichts. Was hat er hier? Nein, das wollte ich nicht nehmen. Darf sie wieder haben. Ist geheilt. Rasten wir einmal. Oh. Ist jetzt dunkel. Und wir sind mit Dietrich bewaffnet. Aber ey, Anhänger des sechsten Hauses bekämpfen. Warum nicht, ne? Gibt es da drinnen auch was? Ist zumindest nicht erkennbar. Ganzen Bereich will ich jetzt auch noch mal erkunden, aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.